Die Gesundheitsministerin macht eine katastrophale Gesundheitspolitik und deswegen ist sie auch falsch in der Bundesregierung. Wenn ein Wahlsieg der FDP nicht mehr brächte, als dass Ulla Schmidt nicht weitermachen darf, für Deutschland hätte es sich schon gelohnt. Aber es geht ja bei den Vorwürfen noch um etwas Weiteres. Ich begrüße, dass der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages diese Vorgänge untersuchen wird. Das verlangt der Respekt gegenüber den Steuerzahlern. Schließlich sind Politiker nur Treuhänder von Steuergeldern und sie müssen auch anständig damit umgehen.